Herzlich willkommen bei Krach und Eingeweide. Ich bin Heiko und heute gibt's eine Thrash-Metal-Doppel-Review. Zugleich zwei Alben von zwei alteingesessenen Thrash-Metal-Bands, die jetzt beide am 13. April erscheinen werden, und zwar Overkill und Holy Moses. Fangen wir an mit dem 385. Overkill-Album Scorched. Scorched ist das sage und schreibe 20. Overkill-Album, und wer die Band kennt und vor allem eben die letzten, ich glaube, 5 Alben, der wird auch ungefähr wissen, was ihn hier erwartet. Denn 2010 mit Ironbound haben sie so ihren modernen Stil und ihre moderne Komfortzone gefunden, und seitdem haben sie im Grunde genauso weitergemacht und weitere coole Alben veröffentlicht. Wobei ich da The Grinding Wheel so ein bisschen rausnehmen würde, weil ich das tatsächlich so generisch und langweilig fand, dass ich erstmal keinen Bock mehr auf die Band hatte. Den Nachfolger The Wings of War fand ich schon wieder deutlich besser. Ich hatte aber trotzdem nicht so wahnsinnig viel Bock auf das neue Album jetzt, weil ich die erste Single des Surgeon so total austauschbar und generisch fand. Der Song könnte auch genauso auf White Devil Armory oder Grinding Wheel oder The Rings of War gewesen sein und würde auf keinem dieser Alben zu den besseren Songs gehören. Ist ganz nett, aber irgendwie auch so Overkill-Standard, von dem ich eigentlich nicht mehr brauche. Dann kommt aber der erste Song auf dem Album, der Titeltrack, und meine Vorfreude steigt direkt gewaltig, denn der Song ist wirklich, wirklich geil. Baut sich mit einem sehr coolen, untypischen Tapping-Intro langsam auf und entwickelt sich von da aus zu einem richtigen Thrash-Kracher. Wobei es direkt, wenn die Vocals einsteigen, einen ziemlich harten Dämpfer für mich gab, weil ich es einfach hasse, wenn man eine Textzeile hört und die nächste Textzeile direkt genau voraussagen kann und dann auch noch recht hat. Denn es fängt an mit Way Down Deep in the Fire und als nächstes natürlich Way Down Deep in the Flames. Und ich dachte mir so, das fängt ja gut an. Gut, immerhin gibt's keinen Fire Desire-Reim, das wäre das Allerschlimmste. Aber das ist auch extrem schnell wieder vergessen, weil danach wird der Song einfach richtig, richtig geil und macht verdammt viel Bock. Vor allem der Chorus. Seitdem ich das Album höre, geht er mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich versuche aber gar nicht erst mitzusingen, weil das ist wirklich so ein Refrain, so eine Gesangslinie, die kann auch wirklich nur Bobby Blitz mit seiner Stimme so geil rüberbringen. Der ist 63 Jahre alt und ist immer noch mit voller Stimme und voller Power dabei. Wer bisher seine Stimme nicht mochte, naja, das wird sich auch jetzt nicht ändern. Also ich glaube auch generell, dass sie mit dem Album ziemlich wenig neue Fans dazu gewinnen werden. Ich glaube aber, dass alte Fans damit im Großen und Ganzen sehr, sehr zufrieden sein werden. Denn es geht auch direkt geil weiter. Going Home ist ein richtiger Knaller. Twist of the Wig ist für mich einer der geilsten Songs auf dem ganzen Album. Ein super spaßiger, aber auch super dynamischer Thrasher. Wicked Place ist ein sehr, sehr cooler, heavy, düsterer Song. Wenn auch in der Hinsicht nicht ganz so konsequent wie zum Beispiel Bitter Pill oder noch viel krasser Skull Crusher. Trotzdem aber ein sehr, sehr cooler Song und eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Die noch viel größere Abwechslung und Überraschung ist aber Fever, in dem Bobby seine total Ozzy Osbornigen Clean Vocals einsetzt, die man bisher extrem selten gehört hat. Ich finde die sehr, sehr geil, und generell hat der Song am Anfang und in den Strophen so einen totalen Black Sabbath Changes Planet Cavern Vibe. Danach wird der Song absurd heavy und absurd düster mit Gitarren auf, ich glaube, mindestens C gestimmt. Ich finde zwar den Titeltrack nach wie vor am besten, aber der Song sticht einfach am meisten heraus. Auch generell aus dem Schaffen von Overkill in den letzten 10, 20 Jahren. Danach geht's eigentlich weiter wie gewohnt. Harder They Fall ist ein sehr, sehr cooler, spaßiger, typischer, punkiger Overkill-Thrasher. Know Her Name finde ich, wie auch The Surgeon, so ein bisschen austauschbar. Macht aber auch Laune. Der letzte Song, Bag of Bones, sticht durch seine ja extrem rhythmische Betonung und seine sehr spaßige Ausrichtung auch hervor. Gehört nicht zu meinen Favoriten, ist aber auch ein sehr cooler Song. Insgesamt ein wirklich rundes, abwechslungsreiches und einfach spaßiges Album. Nicht so gut wie Ironbound, ich glaube, ich würde es aber in einem Ranking an zweiter Stelle sehen, was den modernen Output angeht. Ich glaube, das Album wird nicht allzu viel Anlass zur Enttäuschung bieten. Vor allem hält man sich auch bei den Songlängen sehr zurück. Das war mein großes Problem auf Grinding Wheel, dass ich einfach alle Songs viel zu lang fand. Das ist hier gar nicht der Fall. Einfach ein schönes, spaßiges, rundes Ding. 8 von 10. Kommen wir nun zu Invisible Queen, der Rückkehr und gleichzeitig dem Abschied der deutschen Thrash-Metal-Band Holy Moses. I could not control. It loves you.
Invisible Queen ist das 12. und gleichzeitig letzte Album von Holy Moses und holy shit, das ist gar nicht mal so gut. Ich fange mit dem Positiven an. Das Album hat nämlich eine Sache ganz klar auf seiner Seite, was mich auch daran hindert, das komplett abzuwatschen, was ich auch eigentlich gar nicht möchte, nämlich die Gitarrenarbeit. Das Album steckt nämlich voll mit sehr, sehr coolem, technisch anspruchsvollen Riffing, was dem einen sehr, sehr großen Tech-Dev-Anstrich verleiht. Und das macht richtig Bock. Das ist auch ein sehr, sehr großer Kontrast zu Overkill, wo es ja schon sehr oldschoolig und simpel hergeht. Und das ist hier gar nicht der Fall, was einen echt coolen, frischen Wind reinbringt. Das Problem ist aber, oder eines der Probleme, das Album klingt wie Arsch. Also es muss ja nicht alles klingen wie bei Overkill, was ja schon ziemlich glatt und poliert ist. Auf keinen Fall. Und wenn eine Band einen eher dreckigen, ungeschliffenen, rumpeligen Sound anstrebt, dann bin ich da auch voll für. Aber auf diesem Album rumpelt halt so gar nichts. Also das hat irgendwie so gar keine Tiefen, irgendwie auch gar keine Höhen. Das läuft irgendwie die ganze Zeit in so einem total unbefriedigenden Mittelfeld vor sich hin. Und zwar die ganze Zeit. Und es wundert mich auch, dass der Schlagzeuger für den Sound verantwortlich ist, weil gerade das Schlagzeug hat so überhaupt keine Wucht, also gar nicht, das ist echt krass. Und da kommen eben noch die Vocals oben drauf, die ich von der eigentlichen Performance zu, sagen wir mal, 70% völlig fein finde. Sie klingen aber auch die ganze Zeit so übersteuert und oder mit irgendwelchen Effekten zugekleistert. Dann sind sie im Mix auch sehr, sehr weit vorne, was aber auch irgendwie schwankt, also teilweise viel zu laut. Dann geht's wieder, es ist ganz, ganz komisch. Und durch diesen, sagen wir mal, sehr animalischen Stil von Sabina Klaassen klingt das teilweise auch richtig anstrengend. Also am schlimmsten meiner Ansicht nach im zweiten Song, Cult of the Machine. Ey, diese hektischen Schreie im Refrain, ich finde die richtig, richtig nervig und anstrengend. Das sag ich als jemand, der sowas hier hört. Es gibt einige, ich sag mal, over-the-top-Vocal-Momente auf dem Album, die mir wirklich überhaupt nicht taugen. Am schlimmsten im Song Forces Great and Hidden, der okay anfängt, aber sobald die Vocals einsetzen, wird er so brutal eingerissen, wie ich das zuletzt auf dem Razor-Album letztes Jahr erlebt habe. Letztendlich ist aber das größte Problem auf dem Album, dass ich einfach keinen einzigen Song so richtig geil finde. Die allermeisten sind vollkommen in Ordnung. Forces Great and Hidden und Cult of the Machine finde ich ziemlich kacke. Der Rest ist ziemlich anhörbar, aber eben nicht so richtig geil. Wenn ich an das letzte Album denke, Redefined Madness, was ich nur einmal gehört habe, da habe ich dann direkt so einen Song wie Underdogs, wo ich dachte, ja Mann, der ist richtig geil. Aber auf diesem Album kein einziges Mal. Am besten finde ich wahrscheinlich noch den ersten Song, Downfall of Mankind. Auch wenn der wirklich die wahrscheinlich laschesten Gang-Vocals hat, die ich jemals gehört habe. Aber der geht in Ordnung. Alternative Reality ist auch ganz cool. Das war es dann aber auch schon an Songs, an die ich mich auch irgendwie erinnern kann. Der Rest ist halt okay bis ziemlich kacke. Ja, leider eben kein allzu großer Wurf meiner Ansicht nach und kein so richtig würdiger Abschied. Vielleicht findet ihr es besser, schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich gebe maximal eine gute 4 von 10. Das war's mit diesem Video. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Was haltet ihr von den Alben? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.